Als Tierpflegerin ist man ständig auf den Beinen. Mal innen, mal außen, mal bei Kälte, mal in der Hitze, je nach Jahreszeit oder Gehege. Dabei darf man nicht zimperlich sein. Ausmisten, instandhalten, Pflege, hier muss man auch mal anpacken können. Man sollte gerne körperlich arbeiten, man sollte keine Angst haben, sich mal dreckig zu machen. Und natürlich keine Angst vor Tieren, keine Phobien, Allergien. Kommt natürlich auf die Allergie an, aber sollten jetzt auch nicht so extrem sein. Zum Beispiel eine Heu- oder Strohallergie ist natürlich, dann kannst du den Beruf nicht machen. Das bringst du mit. Ein Herz für Tiere, Interesse für Biologie, Grundlagen der Mathematik, handwerkliches Geschick, körperliche Belastbarkeit. Als Tierpflegerin können auch Präsentationen vor Publikum Teil deines Aufgabenbereichs sein. Das ist aber kein Muss. Trotzdem, die Fragen von Besuchern solltest du höflich und gut beantworten können. Damit hier alles reibungslos abläuft, brauchst du Geduld und ein Gespür für die Tiere. Letzteres hilft dir auch festzustellen, wie es den Tieren geht. Krankheiten oder Verletzungen musst du erkennen und mit dem Tierarzt besprechen. Ich habe mich für den Beruf Tierpfleger entschieden, einfach weil man so nah an den Tieren selber dran sein kann und in deren Leben wirklich was bewirken kann und auch Menschen näher bringen kann, wie wichtig es ist, Arten und die Tiere zu schützen und sie einfach dafür zu sensibilisieren und dass man einfach einen Job hat, wo man anpacken kann und irgendwie was schaffen kann. Das lernst du. Tier- und Artenschutz bestimmen, pflegen, halten und versorgen von Tieren, tiergerechte Einrichtungen in Volieren, Aquarien, Terrarien, Nachzucht von in zoologischen Gärten gehaltenen Tieren. In diesem Beruf hast du Verantwortung für das Leben der Tiere, um die du dich kümmerst. Du musst gewissenhaft arbeiten. Die Arbeit mit gefährlichen oder kranken Tieren kann auch herausfordernd sein. Formal gibt es für die Ausbildung keine Voraussetzungen. In der Praxis haben die meisten BewerberInnen allerdings das Abitur oder die mittlere Reife. Früh aufstehen sollte man kein Problem damit haben. Also teilweise bei uns die Abteilungen beginnen um 6 Uhr morgens. Ja, und dann, wenn man Anfahrt hat, klingelt halt der Wecker schon um 4. Und mit Wind und Wetter klarkommen. Also Sonnenschein ist super, ja, aber Sonnenschein kann halt auch mega anstrengend sein. Dessen muss man sich bewusst sein. Und es ist ein harter Job, also körperlich hart. Es ist halt eben nicht dieses, was man sich denkt, Tiere kuscheln und sonst nur Tiere beobachten, gehört auch zu unserem Job dazu, dass Tiere beobachten. Aber wir machen halt Reinigungsarbeiten und die Tuschuhe jeden Tag, die dann schon auf den Körper gehen. Die Ausbildung selbst dauert 3 Jahre. Du wechselst dann zwischen Ausbildungsbetrieb und Berufsschule. So kommst du weiter. Weiterbildungen, zum Beispiel Tierpflege, Tierhaltung und Zucht, Tierpflegemeisterin, Studium, zum Beispiel Tiermedizin, Biologie. Als Tierpflegerin der Fachrichtung Zoo arbeitest du in zoologischen Gärten, Naturparks oder Großaquarien. Es ist ein Beruf, der Geduld und Fürsorge verlangt. Tierfreunde, die anpacken können, kommen hier auf ihre Kosten.